Nein, ich habe kein Getränk, aber ich habe noch Luft. Ist alles gut. Ich freue mich, dass ich hier stehe. Ich freue mich, dass ich hier so viele Leute sehe. Ich bin euch sehr dankbar. Ich bin dankbar für das Engagement von Ralf, für euer Engagement. Und ich halte es für außerordentlich wichtig, dass wir hier langsam, aber sicher sehr viel wacher werden wie all die Jahre zuvor. Ich habe es aufgeschrieben, damit ich nicht falsch zitiert werden kann. Ich muss nur mit dem Ralf klären, wie wir das dann einfach bloß veröffentlichen, damit ich nur daran gemessen werden kann, was ich heute hier ausspreche. Es geht um Bewusstsein und innere Kraft. Ich bin Peter aus der Familie Werner und lebe hier in Schmalkalden seit 38 Jahren, arbeite ich fast täglich mit einer Vielzahl von Leuten, von Menschen aus wirklich jeder gesellschaftlichen Schicht zusammen. Und das ist für mich eine sehr gute Schule. Ich freue mich noch immer über den Pfingstmontagsspaziergang und dessen harmonischen Verlauf. Auch heute soll das wieder friedlich und bewusst sein und bleiben. Das liegt an euch. Und das kriegen wir hin. Erst recht, wenn man das bedenkt, dass unter den weltweit sichtbaren Entwicklungen die Gewalt auf den Straßen Einzug erhalten hat, dass es einen gruselt. Ich hoffe, wir können das hier auslassen. Wir lehnen das ab. Ich bin dem Ralf-Dieter Eckhorst sehr dankbar, dass er mit Gleichgesinnten diese weitere Plattform-Spaziergang ins Leben gerufen hat. Er hat mich gebeten, hier mit euch zu sprechen, dem komme ich sehr gern nach. Ich habe wirklich länger überlegt, was ich heute ansprechen sollte. Unzufriedenheiten weiter anzuheizen, halte ich jetzt für weniger sinnvoll, obwohl das Arsenal für Ursachen inzwischen längst aus allen Nähten platzt. Du weißt das. Du weißt auch, dass diese Ursachen von ärgerlich bis nur verachtungswürdig reichen. Mir liegt es am Herzen, dass heute die Themen Bewusstsein und innere Kräfte Belichtung erfahren. Das halte ich, wie so viele andere, nicht direkt sichtbare Größen für extrem bedeutsam. Wir reden hier über sehr mächtige Energieträger, wie zum Beispiel Einstellungen und Werte und Motivation. Ich sage heute du zu jedem hier, das ist eine reine Wertschätzung. Distanzierung haben wir ja schon reichlich. Ich spreche jetzt von Herz zu Herz. Viele von euch hier sind Eltern oder Großeltern. Ja, und ob du das so wahrnimmst oder nicht, du bist in dieser Gesellschaft ein wesentlicher Kulturträger. Deine Mitmenschen richten sich nach dir ein und aus. Und für was stehst du? Und warum stehst du heute hier? Wenn es einen Wunsch in dir gibt, dass du ein Leben in Frieden und Gesundheit, in Sinn und Ordnung und Rechtschaffenheit mit Hingabe an deine Familie und Freunde haben willst, dann sei dir dessen zunächst bewusst. Erinnere dich. Der Fleiß, die gute Bildung, der Erfindungsreichtum und gut geordnete Verhältnisse haben deine Urgroßeltern und Großeltern in der Zeit von 1872 bis 1914 zu einer Fülle an Wohlstand und sinnvollem Dasein geführt. Die Neider waren kurze Zeit später in Stellung. Es kam zum ersten Weltkonflikt. Als war das Blutvergießen in Europa nicht schon schlimm genug, schafften es böswilligste Wesen, die die Macht des Wortes und der Bilder gut kennen, vor rund 100 Jahren mit ihren Zeitungen das Bewusstsein der deutschfreundlichen Amerikaner umzudrehen. Es kam noch schlimmer, 9,5 Millionen Tote. Sei dir bewusst,
Friedfertigkeit darf nicht gleichgestellt sein mit Wehrlosigkeit. Achtlosigkeiten können tödlich enden. Schau einfach nur in den Straßenverkehr. Erinnere dich, mit Lug und Trug wurde aus dem Waffenstillstand von 1918 ein Verrat sondergleichen. Es waren Millionen deiner Vorfahren und viele Unschuldige, die dann später am Hunger und den späteren Folgekonflikten wirklich verreckt sind. Dieses wirkt bis heute nach. 2010 wurden die letzte Reparation für den Ersten Weltkrieg bezahlt. Und weiter. Nun schau dich um, wie erfolgreich die Re-Education, die Umerziehung, das Bewusstsein vieler deiner Mitmenschen verzerrt hat. Das Wort verrückt passt da recht treffend. Man redet von Schuld. Wie viel davon trägst du? Sei dir bewusst, die Neider sind immer noch da und wach und rege. Sie tragen deutsche Namen und organisieren sich. Sie kaufen sich deine Kinder und Nachbarn als Helfer, verbiegen ihre Denkstrukturen durch Täuschung und Lüge und bestechen sie mit deinem Geld. Doch darauf hast du Einfluss. Eines der schärfsten Schwerter ist das Wort Rede mit deinen Mitmenschen. Bleib im Gespräch. Das Wort bzw. der Gedanke ist dein Machtinstrument. Gedanken sind sehr mächtige Wesenheiten, auch deine. Sie breiten sich aus und gewinnen dabei an Kraft. Ihr seht's hier. Wenn du bereits bewusst bist, dann hilf mit Gesprächen deinem Kind, deinem Nachbarn dabei. Die gute Fee, die dir hilft, die uns hilft, die trägt auch deinen Namen. Wenn du jeden Tag nur einem Menschen zum Wachwerden verhilfst, dann seid ihr, du und die, am Jahresende schon weit über 150. Bei nur 100 Menschen hier wären wir dann am Jahresende 15.000. Schau neben dich, da steht ein Mensch. Schenk ihm bewusst dein schönstes Lächeln. Er bzw. sie hat sehr wahrscheinlich wie du mit Fleiß und Ausdauer das Seine getan. Aufrecht und aus eigener Kraft das Leben zu gehen inmitten all der Schwierigkeiten. Du weißt vielleicht noch sehr gut, wie mit Erpressungen in der DDR konformes Verhalten erzwungen wurde. Ob dein Gegenüber Wege fand, sich nicht restlos zu verbiegen? Er oder sie ist es wert, erblickt zu werden. Schau dich um. Mit der Wendezeit kam für sehr viele nach froher Erwartung zunächst der freie Fall ins Bodenlose. Schock, Existenzängste grassierten. Der MDR hat berichtet, die Weltwirtschaftskrise von 1929 war gegen dieses Wirtschaftsbeben ein Kaffeekränzchen. Die Treuhand hat damals bereits bewiesen, dass Lug und Trug und Rechtlosigkeit Kernelemente dieser Worthülse Treuhand waren. Bring diese Enteignung zur Sprache. Die Jungen wissen das nicht. Und heute, sprachliche Lügen klingen auch heute noch genauso. Doch wahrscheinlich hat ein Nachbar hier mit Realitätssinn, Biss und Ausdauer mit Hilfe von Gleichgesinnten wieder zu schaffen begonnen. Sei dir unbedingt bewusst, welche Ziele und Werte du vertrittst und wem du vertraust. Und erinnere dich, die deutsche Sprache enthält neben dem Ja auch das Wort Nein. Deiner Unterschrift
kommt dabei eine kolossale Bedeutung zu. Sei dir dessen bewusst, du besiegelst damit immer einen Vertrag. Überleg dir sehr, sehr gut, ob du etwas unterschreibst. Das ist dein zweites Machtinstrument. Und bedenke, das ist immer Klarheit und Wahrheit und Wissen und Weisheit braucht. Auch wollen reicht noch nicht. Du musst überlegen, wie du deine Ziele erreichen kannst. Doch auch das reicht noch nicht. Du musst es auch tun, am besten in Gemeinschaften wie diesen hier. Und nun schau noch mal neben dich. Da steht ein Mensch, der ist manchmal so unsicher wie du, braucht Hilfe, versteht die Welt nicht. Schenk ihm jetzt dein ehrlichstes, schönstes Lächeln. Zusammen seid ihr jetzt schon eine Macht. Sprich mit ihm, tauscht euch aus. Er, sie, weiß die tausend Dinge, die dir für dein Puzzle noch fehlen. Und umgekehrt, er steht doch nicht ohne Grund hier. Hör richtig hellwach zu, das ist dein drittes Machtinstrument. Erinnere dich, du alleine bist schon eine Macht. Mancher hier weiß das bereits. Doch du könntest es vergessen. Daran wird gearbeitet, mit Fleiß und Plan und Dummheit und richtiger Boshaftigkeit. Gar bösem Willen. Doch du trägst alles in dir. Die Klarheit, die Wahrheit, das Wissen und die Weisheit. Die Kraft und die Motivation, die Handlungsfähigkeit und das Geschick zur Verwirklichung. Es steckt in deinen Genen. Es ist bereits wieder in deinen Kindern und Enkeln. Manchmal blitzt es bei ihnen vor deinen Augen auf. Nimm's wahr. Du hast das auch. Noch alles. Es wurde zugeschüttet, zugemüllt, gebrochen, verbogen, vergiftet. Aber es ist da. Befreie es. Erblick es. Benutze es. Mit Bewusstheit. Komm zur Ruhe. In deine Mitte. Geh spazieren. Verbinde dich aktiv mit der Schöpfung, du bist ihr Herzblatt. Frage sie um Rat. Stelle deine Fragen. Stelle viele Fragen, tu es bewusst und du erhältst deine Antworten. Sei sehr achtsam. Vielleicht ist es der Mensch hinter dir, der dir dann die Antwort gibt, oder ein Bekannter, oder ein Buch, oder ein Portal wie Telegram. Fragen stellen ist dein viertes Machtinstrument. Und erinnere dich weiter, der Mensch hat von der Schöpfung eine wundervolle Macht an die Seite bekommen. Sie heißt das Unbewusstsein. Eine weitere Form des Bewusstseins. Sie ist der kraftvollste Quell deiner Handlungen und Überzeugungen, auch der Quell deiner Gesundheit, deiner geistigen Qualitäten wie Merkfähigkeit, Kombinationsgabe und Urteilsvermögen oder Ausdauer. Die Verwirklichung deiner Lebensziele setzt sie wie eine gute Fee mit völliger Mühelosigkeit um. Schon deshalb ist es deine Pflicht, mit deinem wachen Bewusstsein Gedankenhygiene zu pflegen, damit diese Rakete auch wirklich in die gewünschte Richtung fliegt. Hör gut zu, deiner guten Fee
darfst du nie mit den seelischen Brandbeschleunigern kommen, mit Gedankenmüll. Hier sei daran erinnert, was Henry Ford einmal sagte. Ob du glaubst, du schaffst es oder du schaffst es nicht, du hast recht. Wer es doch tut, erlebt das böse Erwachen. Sie würde nur mit dem Finger schnippen und du hast für Jahre einen Riesenrucksack voller Nöte. So viel zum Thema Unbewusstes. Und deswegen ist positiv nicht etwa positives Denken, nicht etwa die rosarote Brille. Nee, es ist die Abkehr von der Problemorientiertheit hin zur Lösungsorientierung. Dafür sollten wir auch stehen. Stelle deine Fragen. Stelle viele Fragen. Tu es bewusst und du erhältst deine Antworten. Sei sehr achtsam. Vielleicht ist es der Mensch hinter dir, der dir dann die Antwort gibt. Oder ein Bekannter, oder ein Buch, oder ein Portal wie Telegram. Fragen stellen ist dein viertes Machtinstrument. Und erinnere dich weiter. Der Mensch hat von der Schöpfung eine wundervolle Macht an die Seite bekommen. Sie heißt das Unbewusstsein. Eine weitere Form des Bewusstseins. Sie ist der kraftvollste Quell deiner Handlungen und Überzeugungen, auch der Quell deiner Gesundheit, deiner geistigen Qualitäten wie Merkfähigkeit, Kombinationsgabe und Urteilsvermögen oder Ausdauer. Die Verwirklichung deiner Lebensziele setzt sie wie eine gute Fee mit völliger Mühelosigkeit um. Schon deshalb ist es deine Pflicht, mit deinem wachen Bewusstsein Gedankenhygiene zu pflegen, damit diese Rakete auch wirklich in die gewünschte Richtung fliegt. Hör gut zu, deiner guten Fee darfst du nie mit den seelischen Brandbeschleunigern kommen, mit Gedankenmüll. Hier sei daran erinnert, was Henry Ford einmal sagte. Ob du glaubst, du schaffst es oder du schaffst es nicht, du hast recht. Wer es doch tut, erlebt das böse Erwachen. Sie würde nur mit dem Finger schnippen und du hast für Jahre einen Riesenrucksack voller Nöte. So viel zum Thema Unbewusstes. Und deswegen ist positiv nicht etwa die positives Denken, nicht etwa die rosarote Brille. Nee, es ist die Abkehr von der Problemorientiertheit hin zur Lösungsorientierung. Dafür sollten wir auch stehen.